Willkommen zu einer weiteren Folge von We Are Football mit dem Verein SSV Ulm 1846. Wir haben jetzt 2-1 gewonnen, sind 2 Punkte rangerutscht, 3 Punkte rangerutscht, weil Frankfurt wohl verloren hat. Die sind jetzt am Tabellendritten, genau, und Hoffenheim ist weiter erst mit 7 Punkte Vorsprung. Wir haben zwar noch ein paar Spiele, aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Na, mal gucken. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie spielen dann, ich glaube, zu Hause oder auswärts, das weiß ich jetzt nicht. Na, egal. Ah, auswärts, sehe ich gerade. So, wir machen erstmal unsere Fortbildung. Yes. Na klar, okay. Da sind wir noch 21 Tage beschäftigt. Das dauert noch ein bisschen. So, da so 100%, super, dann können wir jetzt in die Trainingswoche gehen. So, wir haben ein Auswärtsspiel. Dann nehmen wir noch die Auswärtsspielwoche. Ganz einfache Sache. Und weiter geht's. Und harren der Dinge, die da kommen. Oder auch nicht kommen, wie auch immer. Okay. Das passt. Sitz passt, Back und hat Luft. 54 gegen 52. Aber wir haben eine hohe Einsatzquote. Dann sollte das, denke ich mal, machbar sein. Aber wir haben immer noch einen schlechten Innenverteidiger. Wir haben 2 Innenverteidiger, die verletzt sind. Das dauert auch ein bisschen. So ist das eben. So. Und los geht's. Dann kicken wir mal, was wir gegen Haiger erreichen. Angriff Ulm. Flanke auf die andere Seite. Ab in den Strafraum. Schuss und leider daneben. Schade, 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 schade. Weiter. Hereingabe. Und 1-0 durch Felix Siegel. Sehr gut. Er trifft wieder. Angriff Ulm 46. Und leider, leider, leider nichts passiert. Konter von Haiger. Geh doch ran da. Oh, trifft er in den Strafraum. Ah, zum Glück gehalten. Steinbach, Steinbach. Freistoß für uns. Ja, daneben geschossen. So läuft das eben. Kann man nichts machen. So, weiter geht. Tiger. Ecke. Oh, Tor. 1-1. Unglaublich. Das glaube ich nicht. Und Pfosten. Und Tor. 2-1. Gelbe Karte für Hiegel. Dann kommt Hiegel in der Halbzeit raus. Ganz einfache Sache. Angriff Steinbach-Haiger. Und 2-2. Oh Mann, Jungs. Das gefällt mir nun gar nicht. Die Typen. Was soll ich noch dazu sagen? Der war daneben.
Angriff für uns. Ab in die Mitte. Schuss daneben. Freistoß für uns. Nichts passiert. Außer Spesen nichts gewesen. So, kommt der Morina rein. Hatte ich ja angekündigt. Dann machen wir volle Attacke. Und weiter geht's. Gelbe Karte für uns. Ecke für uns. Lennart Stoll. Und daneben. Angriff für uns. Und 3-2 für uns durch Anton Fink. Jetzt wird die Wechselorgie begonnen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall ihn hier rausnehmen. Links außen rausnehmen. Den defensiven Mittelfeldspieler rausnehmen. Aber wir haben keine Innenverteidiger, das ist echt zum Mäusemelken. Innen reinwechseln, dann kommt der defensive Mittelfeldspieler als Innenverteidiger rein. Und weiter geht's. Elfmeter für uns. Und dann 4-2. Sehr gut. Jetzt kommt nochmal Heiger. Abseits, das ist gut. Jetzt kommen wir nochmal. Konter Steinbach. Zum Glück daneben. So, jetzt kommen wir nochmal. In der Nachspielzeit. Aber leider abseits. Gut. Abseits, das war okay. Ende 4-2 gewonnen. Und wir sind immer noch Vierter. Aber nur punktgleich jetzt mit Frankfurt. Das ist schon mal gut. Oh, Hoffenheim hat auch verloren. Das heißt nur noch 5 Punkte Rückstand auf Hoffenheim. Könnte doch noch was werden. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, das sieht alles sehr gut aus. Neue Erfahrungsstufe für die erste Mannschaft, Lukas Kiefer, DM. Fita Harra, erste Mannschaft, kommt auch eine neue Stufe. Das ist sehr gut. Da lacht das Herz. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Entschuldigung, wir sehen uns morgen wieder beim Spiel gegen die Offenbacher Kickers. Bis morgen dann. Ciao, ciao.